Ein herzliches Grüß Gott und willkommen hier in Neuburg an der Donau. Mein Name ist Henriette Mischka und ich möchte Ihnen bei dieser Führung die Donau als Lebensader, aber auch als Gesundmacherin vorstellen. Die Stadt ist trotz ihres Namens sehr alt. Bereits die Kelten und Römer wussten den Platz hoch über der Donau zu schätzen. Bei einem Spaziergang durch die historische Altstadt erfahren wir mehr über die Bedeutung des Stroms und Neuburg. Als Pfarrer Kneipp in seiner Studentenzeit seine lebensbedrohliche Lungenkrankheit im kalten Wasser der Donau kurierte, wurde diese auch zur Gesundmacherin. Es entstand die Kneipp-Kur und von 1922 bis 1934 wurde in Neuburg offiziell Kneippbad mit Strandbad an der Donau. In der eineinhalbstündigen Führung erkunden wir die Spuren des historischen Kneippbades, besuchen den städtischen Kräutergarten und enden am Donauufer des Englischen Gartens.